Herzlich willkommen beim Bürgermedien TV vom 29. GMK-Forum für Kommunikationskultur. Unser Thema ist, es geht um formelle und informelle Medienbildung. Jetzt um das Tabuthema frühe Medienbildung zwischen Elternhaus und Kita. Unsere Expertin ist in diesem Fall Frau Professor Dr. Gudrun Marzi Bönke. Und deshalb gleich die Einstiegsfrage an Sie. Was bringen Kinder in diesem Alter an informeller Medienbildung aus dem Elternhaus, aus der Familie mit? Das ist sehr unterschiedlich. Das Kind gibt es sowieso nicht. Das hängt immer von vielen Faktoren ab. Wir haben in unserer Dortmunder Studie KidSmart, Medienkompetenz zum Schulübergang, in 35 Kitas die Mediennutzungsgewohnheiten von Kindern in Familien erhoben und festgestellt, dass Kinder heute ein sehr breites Medienspektrum schon mitbringen in den Kindergarten. Vierjährige nutzen etwa im Umfang von 30% bereits mehr oder minder selbstständig den Computer und das Internet. Allerdings sind natürlich Fernsehen, Bücher die Medien, die an erster Stelle stehen. Wir haben auch hier schon 60-70%, die den Fernseher bedienen können und regelmäßig Fernsehen. Die Bücher stehen aber auch hoch im Kurs, und zwar in dem Alter der Kita-Kinder bei beiden Geschlechtern, was uns nachdenken lassen muss, warum wir dann im schulischen Bereich bei den Jungen so einen massiven Abfall auch der Lesebegeisterung haben. Aber insgesamt können wir sagen, Kinder bringen ein breites Medienensemble mit, was auch bedingt ist durch die Elterngeneration, in der sie aufwachsen. Das sind heute Eltern, die im Bereich der, na sagen wir mal, ihrer 30er Jahre sind. Das ist die Generation, die selbst schon intensiv mit neuen Medien aufgewachsen ist, selbst zu Hause twittert, im Internet shoppt, Facebook macht. Und das bekommen die Kinder einfach ganz selbstverständlich von Anfang an mit und wachsen in diese Welt hinein. Mit welchem Ziel kann man jetzt dieses Medienwissen aufgreifen? Also ich denke, es muss zunächst darum gehen, den Kindern ein gelingendes Leben zu ermöglichen, eine sinnvolle Orientierung auch zu bieten, ihnen letztendlich auch die Möglichkeit zu bieten, vielfältige Erfahrungen zu machen. Zu vielfältigen Erfahrungen gehört, dass sie das, was medial angeboten wird und medial dazugehört, nutzen, genießen, aber auch kritisch bewerten können. Aber dazu gehört natürlich auch, dass sie dabei nicht vergessen, auch andere Erfahrungen zu machen, nach draußen zu gehen, mit Freunden zu spielen, die Umwelt kennenzulernen. Das in ein harmonisches Gleichgewicht zu bekommen, ist eigentlich Aufgabe früher Medienbildung. Und wir haben hier milieuabhängig sehr große Unterschiede. Je nachdem, wie viel Anregung das Elternhaus liefert, gelingt das schon sehr gut. Aber wir haben eben auch Familien, die brauchen da Unterstützung. Die haben selber nicht die Möglichkeit, hier viele Anregungen zu geben. Und da ist es zum Herstellen gleicher Bildungschancen für den Schulübergang wichtig, dass die in gewisser Weise formelle Bildung, also die Kita, hier schon mit interveniert und auf der Basis zum Beispiel von Bildungsgrundsätzen, Orientierungsplänen die Möglichkeiten für Kinder schafft, sich breit und vielfältig zu orientieren und für sich einen gelingenden Start ins Leben und auch in die schulische Ausbildung zu bekommen. Welche Anforderungen stellt das an die Erzieher und Erzieherinnen in den Kindergärten? Es stellt unterschiedliche Anforderungen. Die erste Anforderung scheint die technische zu sein, die ist aber im Prinzip gar nicht so sehr entscheidend. Denn wir haben in den Kitas heute in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ein Durchschnittsalter von Anfang 40. Die Erzieherinnen sind meistens selber sehr wohl in der Lage, mit Medien technisch umzugehen, bis auf sehr elaborierte Fertigkeiten. Also Film schneiden ist meistens noch eine Schwierigkeit, aber digitale Fotos machen, PowerPoint-Präsentationen erstellen, das können sie schon. Der Hauptaspekt, den man eigentlich verändern muss, ist die Haltung gegenüber den Medien. Erzieherinnen sind heute nicht zuletzt durch die sehr vielfältigen Kontroversen, auch polemisch geführten Diskussionen über den Wert von neuen Medien, die Gefahren von neuen Medien, sehr verunsichert und wissen nicht, wie viel dürfen sie selbst an die Kinder vermitteln, was ist gut für die Kinder, was möchten die Eltern, was sind die Erwartungen der Eltern,
verderben sie möglicherweise noch etwas, wenn sie jetzt das Kind mit Medien konfrontieren, mit denen es noch gar nichts zu tun hatte, oder bringen es zusätzlich noch in eine weitere potenzielle Abhängigkeit hinein. Da sind sehr große Unsicherheiten bei den Erzieherinnen, und wir müssen eigentlich die Haltung gegenüber Medien und die Haltung letztendlich auch gegenüber pädagogischen Aufträgen stärken und sichern und deutlich machen, Medienbildung ist nicht nur Medienkritik, heißt nicht nur verhindern, dass Kinder Medien nutzen, sondern Kinder sicher machen, Kindern auch das Vergnügen zeigen, aber in erster Linie kreatives Vergnügen zu bereiten, als sie lediglich in rezeptiven Situationen zu belassen. Aber die Entspannung gegenüber Medien, eine Angstfreiheit gegenüber Medien und eine Sicherheit darüber, dass Medien einfach zum Leben dazugehören, ihnen zu vermitteln und ihnen auch als pädagogischen Auftrag mitzugeben, den sie selbstbewusst vertreten können. Das ist Aufgabe in der Erzieherinnenweiterbildung. Und das kriegen sie auch nicht verändert, indem sie kurzfristig die Leute in Crashkurs zur Computerbildung schicken. Das funktioniert nicht. Das ist ein ganz, ganz langwieriger Prozess. Hier muss Bewusstsein verändert werden, hier muss eine Haltung verändert werden. Und Haltung verändern Sie am besten dadurch, dass Sie Selbstwirksamkeit erzeugen. Das heißt, die Erzieherinnen müssen erleben, wie das funktioniert, wie sie sich verändern, wie Medienprojekte ihnen Spaß machen. Sie müssen gleichzeitig beobachten, wie Medienprojekte den Kindern Spaß machen. Und deswegen haben wir in unserem Projekt den Ansatz gewählt, Studierende in die Kitas zu geben. Die Studierenden sind von uns technisch und didaktisch fortgebildet worden, um integrierte Medienarbeit zu leisten. Das heißt, nicht das Medium in den Mittelpunkt zu stellen, sondern andere Themen, die ganz normal zum Arbeits-, Bildungs-, Erlebnisspektrum der Kita gehören, die sich schon an den Bildungsgrundsätzen orientieren, aber lebensweltlich eingebunden sind. Beispielsweise in Dortmund wird ein neuer Binnensee eröffnet, da werden Fotos gemacht, da werden Bauarbeiter interviewt, da wird gemalt, sehr viele verschiedene Tätigkeiten ausgeübt. Die Studierenden begleiten die Erzieherinnen, die auch eine technische und didaktische Fortbildung in einem mehrtägigen Kurs bekommen haben, über die Dauer eines halben Jahres, und geben ihnen so zusätzliche didaktische, pädagogische, aber auch technische Sicherheit. Die Erzieherinnen haben die Möglichkeit zu erleben, wie diese Projekte gelingen, wie sie ihnen Spaß machen, wie sie in der technischen Arbeit immer sicherer werden und wie auch die Kinder mit diesen Medien umgehen. Es passiert nicht, dass die Kinder vor den Computer gekettet werden, dass die Kinder zu unsozialen Eremiten werden, sondern im Gegenteil, eigentlich erleben sie, dass Kinder, die vielleicht aufgrund einer anderen Mediensozialisation zu Hause am Joghurtbecher basteln eher weniger Spaß hatten, die jetzt in diesem Ambiente auftauen, ihre Kompetenzen einbringen, sehr sozial agieren und das eben eine gelingende gemeinsame Arbeit wird. Aber das ist ein langer Prozess, der auch nicht nur die unmittelbare Erzieherin jeder Kita betrifft, sondern auch die Trägerorganisationen, die Städte, die dann die technischen Möglichkeiten zur Verfügung stellen müssen. Das ist im Prinzip eine Sache, die ein Bildungsnetzwerk erfordert und eine Zusammenarbeit auf sehr, sehr vielen Ebenen, sehr viel Ausdauer. Nur dann kann das gelingen. Ein ganz deutliches Wort und zu früher Medienbildung zwischen Elternhaus und Kita. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Professor Dr. Gudrun Marzi-Böhnke, und wir geben nicht zurück. Wir sind hier immer noch beim Bürgermedien-TV im Heinz-Nixdorf-Museumsforum und kommen nachher wieder.